So, liebe Leute, wie ihr erkennen könnt, habe ich es endlich geschafft, an diesen Bogenschützen von Anor Londo vorbeizukommen. Oh Mann, über eine Stunde hat es gedauert, bis ich es jetzt endlich gepackt habe. Und ich hoffe, dass jetzt hier irgendwo ein Leuchtfeuer kommt. Ansonsten bin ich echt pisst. Weil das war eine richtige Krüppelstelle. Die war noch schlimmer als die mit dem Dämon. Den Boss-Dämon. Oh Gott, und das Leuchtfeuer. Oh, ihr könnt gar nicht... Ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin darüber. Es wurde entzündet und ich werde direkt dran rasten. Und wir haben hier Solaire, der auch wieder hier ist. Oh, there you are. You've been quiet these days. Smooth summoning out there. Anytime you see my brilliantly shining signature, do not hesitate to call upon me. You've left me with quite an impression. I would relish a chance to assist you. Heißt das, dass bald wieder ein Boss kommt und ich ihn beschwören kann? Sieht fast so aus. Oh, aber ich bin erstmal froh, dass ich jetzt hier das Leuchtfeuer gefunden habe. Hallöchen. Sieht er mich gar nicht? Okay, jetzt hat er mich gesehen. Na komm her. Hab nicht so viel Angst. Oh, das war ein guter Konter. Oh, der ist... Was Kontern angeht, nicht schlecht, der Gute. Aber kein Problem. Wir haben das Leuchtfeuer in der Nähe. Ah, die Sau, ey, die Sau. Glaubt der irgendwas? Nee, leider nicht, nur Seelen. Und eine Kiste. Sonnenlichtmedaillen, 3 Stück. Oh, nice, das ist sehr schön. Die kann ich gut benutzen beim Sonnenlicht-Covenant, in dem ich ja bin. Wie heißt es nochmal? Ritter des Sonnenlichts oder so ähnlich? Da sind noch mehr von denen. Ich habe es schon fast befürchtet. Kann ich die vielleicht irgendwie von hinten umgehen oder so? Na, die sind schon sehr agil. Ah, jawohl, nice. Backstab! Jawohl. Aber er ist noch nicht tot, leider. Aber jetzt. So ein bisschen Sorge, dass hier noch ganz viele von denen sind. Und was heißt Sorge? Ja, vielleicht gar nicht so schlecht. 1000 Seelen immerhin. Ich mache alles kaputt. Vielleicht einen Geheimgang oder sowas. Das wäre... Oh, Tatsache. Ich wollte gerade sagen, das wäre aber auch sehr offensichtlich. Eigentlich gerade schon damit gerechnet, dass hier kein Geheimgang auftaucht. Sehr schön. Schauen wir mal kurz hier unten nach. Was haben wir hier? Auf jeden Fall... Es ist ziemlich dunkel hier unten im Keller. Da haben wir eine Mimik. Eine Mimik und die anderen sind alle echt, die anderen Kisten. Oh, das ist aber nice. So, ihr seid alle echt, das sehe ich. Havels Gamaschen. Havels Helm. Ah, ein neues Set also für uns. Was haben wir hier? Havels Großschild. Und... Drachenzahn. So, und du bist eine Mimik, das sehe ich. Werde ich aber trotzdem besiegen. Eigentlich kann ich mal den Speer benutzen. Oh Gott. Nein, 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 nein. Nein. Oh nein. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Lass mich los. Boah Gott, sie hat mich fast getötet. Oh Gott. Lass mich los. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So, jetzt aber. Jetzt zeige ich es dir. Eigentlich habe ich gar nicht so große Probleme gegen die. So, was hast du denn für mich? Okkulte Keule. Das klingt ja super. Schauen wir mal nach. Wir haben jetzt hier jede Menge Waffen bekommen. 2, um genau zu sein. So, wir haben die okkulte Keule. Oh, die hat irgendwie so einen anderen Schaden. Boah, skaliert A mit Wille. Wie nice ist das denn? Und mit Stärke, leider nicht mit Geschicklichkeit. Ah, die macht Dunkelschaden. 100, 200, 300, 330 Schaden ungefähr. 340 Schaden sogar. Und was macht hier mein... 230, 300, die scheint besser zu sein als mein Balderschwert. Die scheint richtig gut zu sein, das Ding. Weil sie halt A skaliert mit Wille. Krass. Die probiere ich auf jeden Fall mal aus. Mal gucken, was die so taugt. Wir haben aber noch was anderes bekommen, und zwar den Drachenzahn. Genau, da ist er. Ist ein Großhammer und braucht 40 Stärke. Das heißt, den werde ich nie tragen können. Aber trotzdem nice. Und dann haben wir noch jede Menge Sachen von Havel bekommen. Die möchte ich mir natürlich auch noch anschauen. Havels Helm, da haben wir ihn. Boah, der ist ja mal richtig schwer. Der ist ja noch schwerer als die Steinrüstung. Aber auch noch krasser. Noch größere Abwehr. Das heißt, das wird wahrscheinlich hier das krasse Imba-Set sein, was halt wirklich richtig viel Defensive hat, aber... Naja, es wiegt auch eine Tonne, wie wir sehen. Es ist einfach noch schwerer als die Steinrüstung. Krank. Meine jetzige Rüstung wiegt 11 und die wiegt halt 19. Unnormal. Wir haben noch ein Schild bekommen. Havels Schild, das schauen wir uns auch gerade ganz kurz an. Da ist es. Ist ein Großschild. 26 schwer. 50 Stärke braucht man dafür. Boah, ist das krank. Aber schaut euch mal an, die Haltung, 84, 80 Blitz, 80 Feuer, 90 Magie, 100 physisch. Alter, wie krank ist dieses Schild bitte? Das ist das mit Abstand krasseste Schild, was wir bis jetzt gefunden haben im Spiel. Aber es ist halt schwer wie Sau und benötigt 50 Stärke, das werde ich niemals tragen können. Aber hier die Keule, die will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Wie sieht denn das Pattern aus von der? Ah, er macht so eine Sprungattacke, wenn man beim starken Angriff. Auch eigentlich gar nicht so verkehrt. Irgendwas macht hier komische Geräusche. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Okay, wo geht's denn weiter? Oben? Muss ja. Ich bleib mal bei der Keule. Weil jetzt hier gerade eigentlich auch nicht viel passieren kann. Ich bin ja direkt am Leuchtfeuer. Wie verzauber ich denn Sachen dunkel? Ich habe jetzt die ganzen Sachen immer auf Licht verzaubert. Du bist auch wieder eine Mimik. Sehe ich doch. Ja. Aua. Boah, die hauen schon gut rein. Ah, die Range ist halt scheiße von der Keule. Ah, toll, das hat sich ja gar nicht gelohnt. Ah, die Range gefällt mir halt nicht von der Keule. Nee, Silbermünze. Gehe ich doch lieber wieder auf mein Balderschwert. Mich mal lieber. Sicher ist sicher. Schön. Noch mehr von euch. Okay. So, im 1 gegen 1. Nein. So habe ich keine Chance gegen ihn. Oh, ich bin so dumm. Ich bin einfach so dumm einfach. Wieso habe ich das Schild denn da jetzt gerade bitte runtergenommen? Okay, egal. Ich bin ja direkt wieder hier. Muss nur die Treppe hoch, dann habe ich meine Seelen auch schon wieder. Der folgt mir jetzt nicht. Ja, doch, er folgt mir, glaube ich. Folgt der mir oder folgt der mir nicht? Ich werde es jetzt gleich erfahren. So, wo sind meine Seelen? Hm, klasse. Direkt bei ihm hier. Ist der eine mir jetzt gefolgt? Ne, sieht nicht so aus. Okay, dann werde ich dir erstmal direkt einen Blitzspeer reinjagen, mein Bester. Ja, richtig dumm. Und kein One-Hit. Schade. Das war dumm von dir, dass du da in die Wand stichst. Silberritterspeer. Okay. Den schaue ich mir auf jeden Fall mal an, was der kann. Speere bin ich nämlich eigentlich ein großer Fan von. Silberritterspeer, der ist von vornherein noch nicht verzaubert. Skaliert 10 mit Beweglichkeit, braucht aber auch 22 Beweglichkeit, um ihn auszurüsten und vernünftig führen zu können. Ich habe aber noch hier meinen Blitzspeer, den könnte ich theoretisch mal ausprobieren. So, da haben wir noch was. Seele eines Helden, sehr schön. Oh ja. Wieder so ein Titanit-Dämon. Ja, den werden wir auch später noch sehen. Der scheint irgendwie eine Etage unter uns auf uns zu warten. Oh ja. Nett. Hier komme ich aber auch nicht runter. Geht, im Gegenteil, es geht noch weiter hoch. Hä, die Mimik habe ich doch besiegt. Die spawnen doch normalerweise nicht. Das ist seltsam. Mimics respawnen normalerweise nicht. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Naja, die sind 2000 Seelen, die nehme ich natürlich mit. Sind doch 2000, oder ja? 2000 Seelen. Und ein Gegenstand. Goldmünze. Oder habe ich die noch gar nicht besiegt? Da hinten ist auf jeden Fall wieder ein Ritter. Von dieser Seite nicht öffnen. Was ist denn hier für ein Gemach? Sieht echt schick aus hier in Anor Londo. Ist halt die Heimat der Fürsten oder so. Oder des Fürsten. Was passiert hier gerade? Irgendwas schießt hier. Ja, und da sehe ich dich doch. Sehe dich, mein Bester. Schwertritter. Okay, die sind wahrscheinlich nicht ganz so mies wie die mit dem Speer. Ich glaube, gegen den komme ich, glaube ich, besser klar. Weil er einfach weniger Reichweite hat. Tot. Sehr schön. Lässt du auch was fallen? Das wäre voll super. Der kann mal gerne sein Set fallen lassen. Seine Ausrüstung. Die sieht nämlich sehr nice aus. Hätte ich gerne. Hier geht's auch hoch. Mein Gott, es gibt so viele Gänge hier. Also mal, war ich jetzt hier fertig auf der Etage? Ich glaube nämlich noch nicht. Stand ja noch dieser eine Ritter am Ende des Gangs. Den will ich auf jeden Fall noch killen. Hier konnte ich nicht rein, genau. Ach, du bist wieder so ein Bogenarsch, ja? Aua. Aua. Boah, was für ein Saftsack. Ja, ja, und dann greifst du natürlich zum Schwert, du Saftsack. Boah, bist du ein Arsch, ey. Und tot. Sehr schön. Drachentöterpfeil. Und wahrscheinlich diese Pfeile, mit denen die schießen. Was für ein Arsch, ey. Das ist aber kein... Was ist das bitte? Ist das wieder der Zwiebelritter? Wenn ja, dann sieht der aber ein bisschen komisch aus. So, wir haben mehrere Treppen nach oben. Wir haben hier diese Treppe, die Haupttreppe, nenne ich es jetzt mal, die große. Auf der ich irgendwie nicht nach oben kann. Das ist eine geile Führung hier. Ah, dann muss ich über die kleine Treppe nach oben und werde wahrscheinlich über die große Treppe nach unten müssen. Na, ah, ich verstehe. Und dann kann ich wahrscheinlich auch zu dem Zwiebelritter. Genau, da unter der Treppe war ja nichts. Das hatte ich schon gecheckt. Oh je. Hier sind wieder jede Menge von diesen silbernen Typen. Tot. Sehr schön. Lässt was fallen? Nein. Arsch. Oh ja. Dass die auch alle diesen Bogen haben. Ich hasse euch. Ich dachte, ich hätte sie jetzt ein für alle Mal hinter mir gelassen und müsste nicht mehr gegen die kämpfen. Und jetzt kommen doch wieder hier diese silbernen Spacken. Mit dem Bogen. Okay, viele, viele Treppen. Wenn ich runtergehe, schaue ich mich erstmal überall um. Nicht, dass ich irgendwo was übersehe. Hätte auch schon wieder ein Level up, glaube ich. Aber ich gehe erstmal hier runter. Da ist der Zwiebelritter, falls das der Zwiebelritter ist, ich weiß es nicht. Es sieht ein bisschen komisch aus, als wäre er irgendwie untot geworden oder so. Sieht komisch aus, Zwiebelritter. Whatever can be done. Wieso überlegst du, kommt der nicht durch die Tür oder was? You again. Let me guess. Were you repelled by the Silver Knights? Ah, don't be ashamed. Tis the fate of vanguards like you and I. I'll think of something. We can overcome this together. Ich habe keine Angst vor den Silberrittern. We'll need another 3. No, maybe 5 bodies. Quite a fix indeed. Oh. 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 Alter. Krass, da sind ja der ganze Raum ja voll von denen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ich gebe es zu. Damit habe ich nicht gerechnet, das gebe ich echt zu. Oh, ich habe ja noch jede Menge Heilungen, perfekt. Kann ich die anvisieren? Das wäre natürlich der Hit. Den anderen hätte ich lieber. Weil den hier werde ich wahrscheinlich wieder nicht treffen. Doch. Super. Ah, komm her. Ist total überengagiert. Geht direkt in den Nahkampf. Idiot. Oh ja, das hat sich richtig gelohnt. Der Speer. Einmal meinen Zorn an Mobiliar ausgelassen. So, 3 habe ich besiegt. Er meinte doch 3, oder? Warte mal, ist das eine Mimik? Ich kann es nicht erkennen. Nee. Eine echte Kiste, sehr schön. Dämonen-Titanit, 2 Stück, um genau zu sein. Vielleicht muss ich die anderen auch wieder töten, die wieder respawned sind jetzt. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. Er meinte halt zuerst, 3 Ritter müssten wir töten und dann meinte er, nee, doch nicht, 5. Waren denn hier noch respawnen die überhaupt? Ich spreche nochmal mit ihm. Mal gucken, was er jetzt sagt. Das ist auf jeden Fall der eine Raum gewesen, in den ich nicht reingekommen bin. Aber in den einen Raum unten drunter bin ich auch noch nicht drin. Oho! What's on your mind, friend? Wait. You defeated those monsters? Fantastic. I'm saved. This knight of Katarina hereby commends you. Take this. Ah, cool, er gibt mir was. Winzwesenring. Gallantry entails great risks. Next time, give me a chance to come up with a plan. Du hattest genug Zeit. Wer weiß, wie lange du hier schon stehst. Okay, mal schauen, was dieser Ring kann. Winzwesenring, wo haben wir ihn denn? Da haben wir ihn. Kleine Zunahme von TP. Oh, nice. Ein Ring aus dem aus einem winzigen roten Juwel gewährt kleine Zunahme von TP. Dieser Ring gewährt mächtigere und unbedeutendere Kräfte, deren Enthüllung und effektive Nutzung manche Reise einfacher machen kann. Oh, das ist cool. Der hat halt so einen ganz eine ganz leichte Trefferpunkte-Regeneration. Das kann einem natürlich die ein oder andere Estus-Flasche sparen. So, was hat mir das Ganze jetzt gebracht? So noch nicht viel. Ich muss jetzt nochmal hoch und gehe dann durch die andere Treppe mal runter. Da war ja noch eine Treppe. Mal sehen, wodurch ich dort komme. Ich glaube, das ist dann auch mehr oder weniger der letzte Weg, den ich gehen kann, oder? Da bin ich runtergegangen, dann bin ich bei ihm rausgekommen. Und hier war dann nochmal eine große Treppe. Vielleicht ist das die große Treppe, die wir von oben gesehen haben. Kann das sein? Ah ja, ich glaube, das ist die. Die wird uns wahrscheinlich jetzt nochmal in eine Zwischenebene bringen, oder? Die wir so nicht erreichen konnten. Oh, das ist, glaube ich, der Raum mit dem Dämon, oder? Ja, ja, ich sehe dich. Ah, so gibt es nichts. Er wird mich wahrscheinlich auch wieder durch die Wand treffen, der Sack. Hm, nicht gut. Nicht gut. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Okay, Heilung. Ich versuch's nochmal mit dem Speer. Ah! Ha! Treffer. Es macht leider nicht sehr viel Schaden, der Speer. Aber da auf dem engen Raum mit dem zu kämpfen, möchte ich möglichst, wenn dann nur kurz, deswegen schwäche ich ihn so gut es geht mit dem Speer. Einen habe ich noch. Autsch. Natürlich, er schlägt einfach durch die Wand. Warum auch nicht? Alter, das ist so krank, diese Attacke. Ja, ja, ja. Natürlich. Die sind so stark, diese Dämonen. Die sind so stark. Das ist so fies. Schon. Nein, ich dachte, ich kill ihn noch. Jetzt hat er mich getötet. Leck mich am Arsch. 26.000 Seelen. Was für ein Arschloch, ey. Was für ein derbes Arschloch. Oh. Okay, ich muss jetzt wieder hoch. Das ist natürlich jetzt ein ewiger Weg, ne? Wartet mal, ich muss hier lang. Dann muss ich hier links. Nee, Quatsch. Falsch. Hä? Ja, das ist natürlich richtig scheiße, wenn ich jetzt hier schon gehittet werde die ganze Zeit von denen. Und jetzt hier meine Estus verbrauchen muss. Dann habe ich natürlich gegen den Dämon noch schwieriger. Lässt wenigstens was fallen? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Ich glaube, hier muss ich durch das Schlafzimmer. Genau, und hier war doch auch einer in der Ecke. Ja, die sind natürlich alle wieder da jetzt. Und Treffer. Sehr schön. Und oben auf dem Dach muss ich auch wieder alle machen, ne? Na, den einen vielleicht nicht, wenn ich Glück habe. Uiuiui, aber den hier. Aua, ja, natürlich trifft's mich. Nein. Nein. Komm schon. Oh nein, wieso mache ich denn da diese Sprungattacke? Ich habe doch gar nicht Sprung nach vorne gedrückt, Mann. Oh, ist das dumm einfach nur. Angst um meine Seelen. Und da liegen sie. Oh. Ich wenigstens die wieder. So, und mit dir werde ich es jetzt mit dem Blitz versuchen. Komm mal näher, dass ich dich anvisieren kann von außen. Sonst kann ich das nämlich voll vergessen. So. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, so werde ich den jetzt besiegen. Hoffe ich. Oh, ja, so bestimmt nicht. Aber ich habe schon Respekt vor ihm. Seht ihr? Boah, der schlägt einfach durch die Wand. Hat er überhaupt keine Verträge mit. Aber ich habe ihn ja halb. Und ich habe noch genug Blitzspeere. Nein, und ich bin tot. Wieso schlägt er denn jetzt diesmal so schnell? Oh Mann, ich hasse diese Dämonen. Die sind halt richtig kacke. Die kannst du halt nicht staggern. Die ziehen halt extremst Ausdauer. Du kannst sie nicht blocken. Du kannst sie nicht richtig dodgen. Sie springen einfach hoch und machen One-Hit-Attacken. Es ist halt unheimlich schwierig auch zu sehen, was sie machen. Du kannst nicht hinter sie gehen, weil sie hinten einen fucking Schwanz mit einer Axt haben. Da sind sie auch nicht wirklich verwundbar. Und können dich auch treffen. Die sind einfach kacke. Klasse, der folgt mir. Muss ich mich erstmal um ihn hier kümmern. Ja, ich habe ja das Schild nicht oben gehabt. Lass mal über deine Rüstung fallen. Ich weiß gar nicht, ob man die haben kann. Wahrscheinlich nicht, aber... Rüstung sieht echt nice aus. Oh Gott, wo kommen die denn her? Okay, wo kommt der zweite denn jetzt her? War beim letzten Mal aber nicht hier. Ich will jetzt nicht meine Seelen verlieren. Ja, natürlich. Ey, die geben einem einfach noch einen Hit mit, ey. Das ist so unfair. Der ist halt tot gewesen. Ich habe ihn halt zuerst getroffen. Und er war tot. Es war der Finishing-Hit. Und trotzdem krieg ich den Hit noch. Und oh, das ist so unfair teilweise. Und den blocke ich dann noch, wo ich irgendwie nie damit gerechnet hätte, den jetzt noch zu blocken. Oh, der hat was fallen lassen. Irgendwas Gutes, glaube ich. Drachentöterpfeil, okay, nee. Crap hat er fallen lassen. So, und ich bin wieder beim Dämon. Hoffentlich liegen meine Seelen wieder gut. Dass ich die wenigstens aufheben kann, ohne Gefahr zu laufen. Ja, kann ich, sehr gut. Ich schau mal, was hier los ist, in dem Raum. Hier geht's runter. Da ist wieder so ein Speerfuzzi. Okay, liebe Leute, da kümmern wir uns in der nächsten Episode drum. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Hier bei Dark Souls. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent. Headshot.